Mein Cousin kam mich zum Skateboarden. Der ist schon, seit ich denken kann, Skateboard gefahren. Und er war halt ein Idol, ne? Ja, große Cousin. Jeder hat seinen eigenen Style, jeder bringt seinen eigenen Style im Vordergrund so. Und eigentlich ist das alles und so das Familiäre noch dazu vielleicht. Mehr so, man trifft sich mit Freunden, man lernt neue Tricks, man macht was zusammen, geht abends noch auf Party, im Sommer grillt man viel. Es ist eine Entscheidung, die du für dein Leben triffst. Also entweder du fängst an, Skateboard zu fahren und fährst Skateboard und dann ist dein Leben Skateboard, oder du hast halt den Lifestyle und trägst die Klamotten und chillst auf einem Skatepark mit deinen Homies so, aber ich bin da entweder ganz oder gar nicht. Erstmal die Basics zu lernen auf jeden Fall. Viele fangen irgendwie gleich mit den krassesten Scheiß an, irgendwie krassesten Tricks, die man überhaupt, weiß nicht, die man jetzt in 2-3 Jahren lernen müsste oder in 2-3 Jahren braucht. Auf jeden Fall vielleicht den teuersten Quatsch kaufen, weil das eh nicht darum geht, das krasseste und beste Brett zu haben. Sondern einfach halt das, was für einen zum Anfang erstmal ausreicht.